grüße euch. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder mir die Frage gestellt, wie es kommt, dass ich jetzt seit einigen Wochen die Probleme habe, dass ich Ziehen in den Beinen bekomme, dass eben im Leistenbereich Muskeln und Sehnen offensichtlich irgendwo über irgendwas schnappen, das heißt, dass so ein Knackgeräusch entsteht. Ich habe da im Internet mal recherchiert, also wenn ihr jetzt sagt, hier, geht doch zum Arzt, erstens dauert das wochenlang, bis du dann irgendwo einen fünftigen Termin hast, zweitens habe ich mittlerweile so viele schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, auch mein Schlüsselbeinbruch und dergleichen, wo ich dann im Grunde sagen können, oh, hättest du dir sparen können, zum Arzt zu gehen, das hättest du dann lieber selber machen können. Jedenfalls da habe ich mich dann eben erstmal selber schlau gemacht und jetzt habe ich halt, also alles verdichtet sich auf die Tatsache, dass ich eben offensichtlich viel zu lange, insbesondere für YouTube, am Rechner sitze. Ich habe auch schon verschiedene Höhen und verschiedene Stühle ausprobiert, aber immer halt eben einen Stuhl oder halt einen Drehstuhl oder einen Bürostuhl, die klassischen, wo man halt eben im Prinzip mit 90 Grad auf dem Stuhl sitzt. Jetzt habe ich halt mal experimentiert, mit Decken auf dem Boden, so einen Stapel, und mit Kissen auf dem Boden, so einen Stapel zu machen und dann auf einem Stuhl zu sitzen, der halt, also an so einem Küchenstuhl, so einen, kann ich auch mal ein Foto noch da einblenden, auf dem ich dann eben etwas schräg sitzen kann, so wie beim Kniestuhl. Das hat anscheinend schon seine positiven Effekte in den letzten Tagen gezeigt, aber ich habe jetzt eben einfach mal einen Kniestuhl jetzt bestellt, mir einen rausgesucht, den billigsten, den man kriegen kann, weil ich erstmal wissen will, ob das überhaupt Sinn macht und klappt. Und vielleicht ist das sogar jetzt einwandfrei, weil die teuren haben jetzt letztens bei insbesondere Amazon auch keine besseren Bewertungen bekommen, obwohl sie das Dreifache, Vierfache kosten. Also habe ich das billigste Ding jetzt genommen, aus Stahl, das zeige ich euch gleich. Und ich hoffe, dass es eben seinen Erfolg zeigen wird. Darüber werde ich auch dann in Zukunft noch berichten. Aber hier will ich erstmal zeigen, was ich halt bekommen habe. Das Teil dann aufbauen. Und alles Weitere wird sich einfach ergeben. Okay, bis gleich. So, hier haben wir jetzt das Kartönchen. Ich werde mal alles so großteilen lassen, was wir hier haben. So, wir haben jetzt hier die Anleitung natürlich. Ich hoffe, ihr seht das alles, was ich hier mache. Genau. Gut, hier haben wir die Sitzpolster. Naja, riecht schon nach irgendwas, aber mal sehen. Kann man vielleicht auch vorher erstmal ein bisschen noch lüften die nächsten Tage. Weil jede Chemikalie, die irgendwo drin ist, muss man sich nicht unbedingt antun. Ja, das ist das Knieteil, was man halt, wo man halt so drauf kniet. Ja, seht ihr es gar nicht. So, dann haben wir halt hier das Teil, nehme ich mal an, wo der Sitz drauf oben. Hier, dann habe ich das obere, wo man drauf sitzt, das wird. Da drauf montiert, also hier, gucken, ja, so wie das, nehme ich mal an, so wird es montiert, gehe ich mal von aus, gucken wir gleich nochmal nach, aber ich bin mir nicht ziemlich sicher. So, was machen wir jetzt hier? Ich habe es jetzt nicht bei Amazon gekauft, bei einem Händler bei eBay. Amazon war dann ein bisschen teurer. Außerdem habe ich beim Händler bei eBay, denke ich mal, leichtere Chancen, wenn was nicht stimmen sollte, sagen zu können, hier, ich will das Geld zurückhaben oder ich will Preisnachlass oder sonst irgendwas. Das ist also bei eBay wesentlich einfacher als bei Amazon. Vor allem, weil es jetzt, glaube ich, auch nicht ein Angebot war, dass ich bei Amazon selber gekauft hätte, sondern es war, glaube ich, ein Händler, der über Amazon verkauft. So, hier haben wir natürlich jetzt die ganzen Montageteile. Da muss ich die Tüten aufmachen, aber ich will aber nicht. Also ohne Schneiden geht es dann nicht. Das ist nur für die Achse sein. Das Teil, wo man halt das dann auch rauf und runter machen kann. Gut, da brauche ich mal eben die Schere holen. Ja, ohne die es halt nicht geht. Ich bin mal einer, der das alles so aufmachen möchte, dass man, wenn man nicht zufrieden ist mit der Ware, die man da bekommen hat oder bekommt, wenn man da durchnehmen will, dass das dann den Zustand hat, den es ursprünglich hatte. Aber hier lässt sich das eben nicht vermeiden. Ich muss es aufschneiden.
Wir haben jetzt Werkzeug dabei. Hier sogar zwei Schlüssel. Ja, sogar selbe Durchmesser. So, die Rollen. Die Rollen muss ich mal gucken. Also die Rollen halten meistens nicht sehr lange, die hier bei sind. Von meiner Erfahrung bei diesen Rollen ist nicht so gut. Die sind halt dabei. So, hier. So. Ich hoffe, ihr seht das alles, was ich hier mache. So, was haben wir hier? Gar nichts, das war der Rest. So, da rein. Man muss hier nicht den Müll im Bild haben. So, also. Das dürfte die Sitzfläche sein. So, ich weiß, ist das. Das ist unten. Das heißt also, ich muss es hier. Das wird also so ungefähr. Gucken, ob ich das euch besser zeigen kann. Also, das hier. Wie ihr seht hier, das Teil, da muss also jetzt hier mit der Naht nach unten das montiert werden. Das mache ich mal eben. Wir müssen mal gucken, wir haben jetzt hier vier lange Schrauben. Ja, ob ihr das hier seht, weiß ich nicht. So, vier lange Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und. Das sind tatsächlich sieben. Nur sieben Schrauben. Wo ist die achte hin? Leute. Mensch. Klingt ja schon wieder gut an. Ich habe das hier draufgekippt, runtergefallen. Haben nur die Schrauben, so wie ich sehe. Das ist so wie ein Käse. Oh Mensch. Doch Mist. Ich meine, ich kann ja zählen, so. Hier. 2, 4, 6, 1. Also 7. Das ist doch wirklich sehr blöd. Warum kann. Die Leute können nicht zählen, ne? Die können echt nicht zählen, wenn sie was zusammenpacken. Naja, machen wir trotzdem mal weiter. Weil eine Schraube ist hier jetzt nicht ganz so tragisch wie zwei Schrauben. Das wäre dann schon echt Käse. So was. Mache ich folgendes. Ich hoffe, ihr seht das können. Könnt das sehen. Dann habe ich mal eben hier schon rein. Ja, ich wollte den Stuhl heute möglichst jetzt schon in Einsatz bringen. Zum Testen. Ich hoffe, ihr seht das alles. Das ist keine große Sache. Ja, so. Dann wisst ihr aber, wie das ist, wie das geht. Und sind kinderleicht für jemanden, der handwerklich nicht geschickt ist. Das ist auch keine große Sache. Man braucht auch keinen Akkuschrauber für oder so. Man kann jetzt die Schrauben zum Beispiel auch schon ziemlich weit mit den Fingern reindrehen. Geht sogar vielleicht schneller als mit anderen Werkzeugen im Moment. So, und jetzt nehmen wir einfach mal den. So drehen kann ich jetzt nicht da an der anderen Stelle, aber hier kann man das so machen. Das ist doch schön, was ich hier mache. Aber riechen tut es schon, das ist nicht so toll. Dran. So sieht das Ganze jetzt aus. So, die andere Seite. Ja, ihr seht ein bisschen alles anders. Das liegt einfach daran, dass ich es gestern gedreht habe, was ihr eben gesehen habt. Ich habe das Ganze jetzt nochmal zerlegt, was ich schon zum Teil aufgebaut hatte, weil ich einfach gestern das nicht mehr geschafft habe und ich wollte nicht abends mit künstlicher Beleuchtung das filmen, sondern eben mit natürlichem Tageslicht. Ich habe also wieder zerlegt, was zusammengebaut gewesen ist und fange es nochmal ganz von vorne an. Und ja, nochmal ganz kurz auf die
Teile, 4 Räder, 7 kurze Schrauben, 4 lange Schrauben, 2 Imbusschlüssel und hier 3 Achsen. Das heißt nur eine 4 Achsen, das ist eine verstellbare Achse. Ihr seht jetzt alles eben hier in Einsatz gebracht. Hier haben wir das Gestänge. Ich hoffe, ihr seht das alles. Hier kommt die Sitzfläche drauf, wo man also drauf sitzt. Hier an dieser Stelle wird die Kniefläche, wo man drauf kniet, ist das Teil hier. Ach, ist schnell weg. Drauf montiert. Und naja, dann werden wir es einfach mal jetzt in Angriff nehmen. Und wir fangen erstmal mit dem Sitzteil an, dass wir das montieren. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, die Naht hier unten oder das, was hier ein bisschen mehr rund ist, das kommt unten hin. Das heißt also, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich mache mal von der Seite. So wird das dann drauf montiert. Ja, wenn man alleine ist, ist das ein bisschen blöd. Also besser wäre es natürlich, wenn jemand anders mich filmen würde, dann könnte man das eben auch besser alles zeigen. Aber ich muss das jetzt eben so machen, dass das eben jetzt hier ständig von mir verstellt werden muss, das Stativ. Sonst bin ich ja ewig mit der Montage zugange und ich habe einfach mal noch andere Sachen zu machen. Aber ihr solltet ja zumindest ein bisschen was mitkriegen. Die Qualität ist natürlich von dem Ganzen, was ich habe, nicht, sagen wir mal, die Turbo, was weiß ich, was für Qualität. Aber ich habe gemerkt, dass meistens die Sachen, die teurer sind, ja, in der Regel nur minimal besser sind. Also nicht unbedingt so viel besser, dass man da sagen kann, also jetzt hier noch das hier, so reindrücken, dass es innen drin klemmt. Bei manchen Schrauben habe ich gemerkt, dass es wirklich richtig feste klemmt und dann könnt ihr halt eben das so auf diese Art und Weise reindrehen. Also nochmal zu der Qualität bestimmter Produkte. Das ist oft so, dass das minimal irgendwo besser ist. Und dafür dann doppelten, dreifachen, vierfachen Preis zu bezahlen, das finde ich idiotisch, zumal ich auch bei Amazon jetzt auch mal Kniestühle von der Bewertung her verglichen habe. Auch woanders habe ich mal reingeschaut. Und ja, das Erschreckende ist eben, dass die teuren Stühle auch nicht gut weggekommen sind. Im Gegenteil, teilweise sogar schlechter. Das heißt also, es wird überall gespart. Und ich habe auch Kniestühle halt gesehen für über 100 Euro. Auch sogar, glaube ich, für 200 Euro. Gut, da könnte man die irgendwo schon, denke ich mal, sagen, dass eine andere besser ist, aber das Problem ist halt, ja, wie viel zahlt man dann mehr? Und hier habe ich hier 36 Euro inklusive Versand bezahlt. Dafür kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel erwarten. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, ich werde es benutzen, ich habe ja noch Rückgaberecht. Und naja, schauen wir einfach mal, was daraus wird mit der Nutzung. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, das ist jetzt hier ein Stahlgestänge oder müssen wir gleich mal gucken, ob es irgendwie doch eher Aluminium ist. Vom Gewicht her kommt mir das eher nach, so vor, als ob das Aluminium ist. Kann ich gleich mal prüfen. Und na, meistens sind wir gemeint, ja, kein Stahl, der kein Edelstahl. Edelstahl ist ja oft genug dann nicht magnetisch. Das heißt, man kann es mit Magneten nicht prüfen. Ja, was ich noch sagen wollte, aber erstmal gehen wir erstmal hier mit dem. Also es muss jetzt hier, ich zeige das am besten jetzt mal, ob das ihr das auch sehen könnt. Ich fürchte, hier geht das alles nicht. Mal gucken, wie das. Ich werde es einfach mal hier so halten. Also jetzt muss das hier, wie ihr seht, das könnt ihr sehen, kommt, muss jetzt hier zwischen. Hier zwischen. Muss das, damit es halt eben so eine Hebelgeschichte gibt. So, und das heißt also jetzt, wie rum gehen wir. Können wir mal gucken, einfach, ob das klappt. Könnte das so sein. Ziemlich richtig aus, weil also hier unten haben wir Löcher, hier an der Stelle, hoffentlich seht ihr, könnt ihr das auch sehen, hier sind auch Löcher, dann haben wir halt hier, da muss ja die Kniefläche drauf und das Kniepolster und wir müssen halt eine, wie ich das jetzt zeigen kann, diese Achse hier, die verstellbar ist, die muss ja eben dann eingebaut werden, damit dann die Höhe
verschieden eingestellt werden kann. Und zwar in dieser Richtung. Das heißt also, hier wird sie eingebaut, die Achse. Da brauchen wir gar nicht mehr so großartig auf die Anleitung schauen, um das sozusagen zu erkennen, dass es anders nicht geht. Deswegen habe ich hier jetzt nur das Polster noch nicht montiert. Gestern wollte ich das eben, ja, in meiner Eile alles ziemlich schnell fertig machen, aber da habe ich dann doch da hier die Polster schon, das Polster schon drauf montiert, aber dann kann ich es nicht drüber schieben. Das ist ja idiotisch, deswegen muss ich so das Polster hier wieder die Kniefläche wieder abmontieren. Das war eben im Eifer des Gefechts, hatte ich das nicht erkannt. Das heißt also, ich muss erst einmal hier diese Achsgeschichte machen. Da muss ich jetzt eine von diesen langen Achsen nehmen. Auf welcher Seite ich die jetzt einstecke, ist im Grunde egal. Weil der Kopf, was jetzt mit der Schraube hier vergleicht, ist im Grunde völlig derselbe. Das sieht also nicht anders aus, auch hier im Guss. Also werde ich jetzt einfach jetzt hier, das heißt Quatsch, ich werde es einfach von unten einschieben, weil kann ich mich dann von oben schrauben. So, dann kommt natürlich, das heißt die kurze, deswegen habe ich 7. Ich weiß mal, warum dann 7 Schrauben, das wäre ungerade. Ich brauche jetzt hier für 2 Achsen, die ich jetzt einbauen muss. Für 3 Achsen brauche ich halt jetzt hier eine solche Schraube, eine kurze. So, wir haben jetzt eine lange Achse. Vielleicht muss man noch hier, da kann man nur hoffen, jetzt das unten jetzt genügend. Ach ja, das ist natürlich der Gedanke. Deswegen haben wir 2 im Bus. Wenn man Pech hat, und das habe ich jetzt gerade, muss man hier gegenhalten. Jetzt drehe ich aber hier weiter, sonst dreht sich das durch. So, ich habe gemerkt, dass natürlich das, habe ich gestern schon gemerkt, das ist kein so stabiles Rohr, dass man das nicht zusammendrücken kann. Deswegen muss es auch nicht unbedingt allzu festgezogen werden. Und hier dreht sich auch sowieso nicht weiter, als die Achse halt lange ist. Das heißt, hier drückt jetzt der Kopf im Prinzip dann auf die Achse selber. Dann kann es auch das Blech nicht eindrücken. Das merke ich auch jetzt gerade. So. Jetzt können wir natürlich gucken, ob wir das erst montieren. Können wir auch machen. Dann muss ich jetzt natürlich hier das so zwischenstellen. Ich weiß nicht, ob ich das euch zeigen kann. So, genau, so kann ich es verzeihen. Also hier muss ich es halt. Geht es halt hier so rein. Das heißt aber, ich muss hier. Durchschieben. So, ich hoffe, ihr seht das alles. Ich mache es natürlich immer ein bisschen komplizierter dann, wenn ich jetzt hier sowas zeigen will, damit das irgendwie halbwegs auf der Kamera zu sehen ist. So. So, jetzt ein bisschen unten schon gleich gegenhalten. Also mit dem muss dann unten in die Achse reingehen. Hier so einfach, wenn man es jetzt hier so macht. Ich könnte die auch dann das doch so machen, damit ihr das Fett besser doch sehen. So sieht es doch besser, glaube ich. So. Also. Manchmal, dass es so weit reingedreht ist, dass das schon fast fest ist. Jetzt muss ich aber noch gegendrehen oder gegenhalten. Deswegen haben sie halt 2 Stück beigetan, 2 irgendwas. Damit man es überhaupt machen kann. So. Ja, das ist jetzt fest. So, jetzt haben wir die Achse auch drin. Jetzt geht es halt in diese Achse hier. Da brauchen wir nur ein kurzes, weil das hier in der, ja, dieses Rahmenteil ist sozusagen, wo es halt schmal ist. Das führt, ist das ja das Weite, da brauchen wir die langen Achsen für. Hier ist das Schmale, da brauche ich die Kurzachsen für. Oder die kurze Achse. Ich habe ja nur eine kurze Achse. So, und jetzt halt so, dass das hier durch die verstellbare Achsgeschichte hier durchgeht.
nichts. Ich muss das so machen. Da seht ihr dann auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Jetzt hat die Kamera verstellt. Dann machen wir es halt so. Also hier, das mache ich nur hier so kompliziert, weil ich sonst ja befürchten muss, dass ihr nichts seht. Also, wenn mich jemand filmen würde, wäre es alles so, dann könnte ich einfach so filmen. So arbeiten, wie es am praktischsten ist. Dann müsst ihr halt irgendwie mit der Kamera da hin und her und gucken, dass er mich dann immer 50, oder die Arbeit besser gesagt, die ich da mache, 50 sieht. So, ob ihr das irgendwie so sehen könnt, ja, halbwegs, oder? So, wieder selbe Spielchen. So, jetzt ist das auch drauf. Jetzt halt die Sitzfläche, das heißt, du musst natürlich jetzt das so halten, damit ihr was sehen könnt. Und ich muss natürlich auch, vielleicht hört mir die weg. Mit einer Hand ist das nicht so eine Sache. So, so muss das drauf. Erstmal die Schraube. Schrauben, die kann man erstmal von Hand so weit eindrehen, dass sie die Sitzfläche halten. Ich merke, dass der Geruch von den Polstern schon so auffällig ist, dass ich gucken will, dass die nächsten Tage das mal draußen, wenn die Sonne hoffentlich mal ein bisschen stärker scheint, in die Sonne lege, weil bei der Hitze ähnliche Ausdünstungen, denke ich mal, dann sich schneller verabschieden. Dass wenn ich jetzt hier, was weiß ich, wie lange auf den Polstern sitze, und dann warum rutscht der jetzt nicht in unseren Gewinde rein? Jetzt haben wir es. So. Man kann hier auch einen Akkuschrauber benutzen, logisch. Also hier muss ich natürlich jetzt, kann ich jetzt nicht so reinsetzen, weil dann komme ich immer mit dem Rahmen hier in Konflikt. Kann ich mir ständig den Imbus rausnehmen und wieder neu reinsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihn so reingedrückt kriege in die Schraube, dass er da drin so klemmen bleibt, dass ich halt leichter drehen kann. Und nicht immer den Imbus irgendwie neu reinstecken muss. So. Ja, hier besteht natürlich, wenn man zu stark das anzieht, die Gefahr, dass man das Blech eindrückt. Ich habe es ja auch schon gemerkt. Also so stabil ist das Blech jetzt gar nicht. Kann ich auch erstmal den Stuhl benutzen, wenn man das also soweit festgezogen hat, und dann gucken, ob sich die Schrauben dann wieder gelöst haben, weil ich sehe, so verbiegen muss, der ganze Spaß hatte ich auch wieder nicht. Das ist Knieter, das heißt, also, es gibt immer Druck hier von oben, auf der Seite gibt es Druck, es gibt keinen Zug, bei Zug ist immer so eine Sache, aber bei Druck, das soll nur in der Position gehalten werden, die Sitzfläche hier. Also im Grunde passt der Imbus einerseits schlecht in diese Schrauben rein, das heißt, er klemmt. Andererseits ist es ja gut, wenn er klemmt, dann kann man hier auch dann durchaus so, ja, bleibt er halt drin. Ne? Auch nicht unpraktisch. Da kann man ja auch so wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, so kann man das, Moment, so. Na, das jetzt zeigen. Die Schraube ist jetzt fest. Kann ich nicht mehr zeigen. Ich drehe es noch nicht mal. Der ist los. Das ist egal. So, hier nochmal. Ja, hier muss ich. Das heißt, gut, dann. Nee, Quatsch. Da drehe ich noch ein bisschen. Weil er mich noch nicht weit drin ist. Jetzt der Abstand ein bisschen ungünstig zu der Stange hier, zu dem Kantrohr. Da muss ich ein bisschen den Imbus kippen. So, jetzt kann ich mal noch lang wieder gehen. Die letzte Kraft, also noch strammer zu ziehen. Und dann so Ding bis auf die Rollen
soweit fertig. Bin jetzt mal gespannt, ob die Rollen. Ich glaube, die Rollen müssten einfach nur jetzt reinschlagen sozusagen. Zumindest so reinstecken, dass sie halt irgendwo festklemmen. Da muss irgendwie so eine Fassung drin sein. In dem Rohr. In diesem Querrohr. So, das ist fertig. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt alles. So, jetzt kommen halt die. Ja, genau. Da ist hier so ein Plastikdings drin. Zack, drin. Auch hier. Ihr könnt es wieder sehen. Zack, drin. Das Teil zusammengebaut. Mann, das riecht aber doch ganz schön heftig. Manche mag das vielleicht nicht so schlimm vorkommen, aber ich mag irgendwie die Gerüche. Ich mag so Gerüche, die ein bisschen nach Chemie riechen. Auf Chemie hindeuten. Nicht so ganz so gerne. So, und dann müsste man gucken. Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich, wenn man hier sitzt, man eher, dass das man kniet. Also das muss schon etwas höher sein. Also es ist ziemlich flach jetzt. Eigentlich. Das ist fast schon so flach wie das, nicht ganz so, aber hier kann man jetzt eben dann das Ganze auseinander bewegen. Ich bin mal gespannt, wie weit. Ich schätze mal, kann man sogar so weit auseinander bewegen, dass es so rausgeht. Ich denke, wir haben keinen Stopper da drin gemacht, wie das wäre, dass es rausgeht. Es sei denn, es ist irgendwo hier, ja genau, das hier ist dadurch blockiert. Das ist halt jetzt nicht mehr hier weitergehen kann, weil das Polster das blockiert. Ich schätze mal, man kann aber ziemlich weit hochdrehen. Schon nicht wenig. Ich habe mal so einen Knieschuh habe ich schon mal vor, was weiß ich, 20 Jahren oder was noch länger, habe ich sowas gehabt, habe das ja bei eBay verkauft, glaube ich sogar. Und ja, weil ich einfach dachte, da komme ich damit nicht zurecht und so. Und die Sache ist einfach, so ein Knieschuh, den kann man halt nicht, hier hört es auf. Hier geht es nicht mehr weiter. So ein Kniestuhl darf man ja auch nicht den ganzen Tag benutzen. Man muss immer wechseln. Normalen Stuhl, Kniestuhl und am besten noch irgendwas anderes an Stuhl, am besten stehen am Tisch oder so. Das wäre eigentlich das Gesündeste für den Körper als immer Kniestuhl oder immer normalen Stuhl oder ja, immer stehen. So, jetzt will ich mal sehen, dass ich die Kamera runternehme. So sieht der Stuhl halt jetzt aufgebaut aus. Ich kann nochmal drehen. Ich habe ihn jetzt ganz, ganz hoch halt gedreht. Das heißt, diese Sitzfläche hier, die ist ja letzten Endes das Einzige, was man jetzt hier verändern kann, über diese Schraubachse. Also ich habe auch welche gesehen, die haben hier zum Beispiel irgendwelche, ja, wie soll man sagen, Stäbchen drauf, wo dann letzten Endes hier so ein Hebelteil dann eingesetzt werden kann. Hier in diese, das heißt, dass eben das auf dem Stäbchen halt vom Runterrutschen hier auf diesen Achsen gehindert wird. Das heißt, also wenn man den Stuhl natürlich hebt, soweit ich das jetzt gesehen habe und mich erinnere, dann geht das Ganze auseinander. Und hier ist es natürlich fest. Hier kann man den Stuhl halt bewegen, ohne dass das jetzt hier auseinanderfällt, weil das durch diese Achse halt gehalten wird. Und das ist eigentlich, meine ich, eine bessere Variante der Lösung des Problems. Was ihr natürlich auch hier sehen könnt, ist, dass hier ist auf sowas hier keine große Rücksicht genommen worden ist. Also diese Lackfehler hier oder sowas, das ist, oder hier haben sie halt geschweißt. Hier haben sie nicht einmal, haben sie überhaupt nicht geschweißt. Also sie haben nur hier geschweißt und außen hier in der Mitte haben sie es schon gelassen. Also Geld gespart. Also es ist schon billig, aber ich denke mal, es wird seinen Sinn erfüllen. Und wenn ich feststelle, dass das Ding halt doch irgendwo starke Mängel aufweist, also sich die Sitzflächen schon nach ein paar Tagen total durchgedrückt oder hier irgendwas verbogen, dann gebe ich das wieder zurück. Dann ist das eine zu mindere Qualität, die kann dann der Verkäufer wieder zurückbekommen. Gut, ich würde mal sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr wisst, was für Schwierigkeiten hier ich habe, wenn man alleine ist und wie man dann eben versucht, das Beste draus zu machen. Ich bitte euch, das zu berücksichtigen bei der Bewertung. Und ja,
Einfach sonst alles Gute und ich werde nochmal ein Video nachschieben, wo ich halt dann erkläre oder zeige, wie ich mit dem Stuhl zurechtkomme und ob er eben ja tatsächlich nach einer gewissen Zeit schon seine Gebrauchsspuren zeigt und ja, nach einer Zeit, die vielleicht nicht ganz so prickelnd ist. Das heißt, dass es einfach dann zu schnell geht, dass der Stuhl ja kaputt ist oder vergammelt aussieht oder abgenutzt aussieht und so weiter. Okay, ich sage einfach mal mein typischer Daumen ins Bild und alles Gute und bis dann. Tschüss. Einfach ergeben. Okay, bis gleich. So, hier haben wir jetzt das Kartönchen. Ich werde mal alles so großteilen lassen, was wir hier haben. So, wir haben jetzt hier die Anleitung natürlich. Ich hoffe, ihr seht das alles, was ich hier mache. Genau. Gut, hier haben wir die Sitzpolster. Naja, riecht schon nach irgendwas, aber mal sehen. Kann man vielleicht auch vorher erstmal ein bisschen noch lüften die nächsten Tage. Weil jede Chemikalie, die irgendwo drin ist, muss man sich nicht unbedingt antun. Ja, das ist das Knieteil, also wo man halt so drauf kniet. Ja, seht ihr es gar nicht. Ja, hier seht ihr es gar nicht. So, dann haben wir halt hier das Teil, nehme ich mal an, wo der Sitz drauf oben hier, dann habe ich das obere, wenn man drauf sieht. Ja, hallo, ich grüße euch. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder mir die Frage gestellt, wie es kommt, dass ich jetzt seit einigen Wochen die Probleme habe, dass ich Ziehen in den Beinen bekomme, dass eben im Leistenbereich Muskeln und Sehnen offensichtlich irgendwo über irgendwas schnappen, das heißt, dass so ein Knackgeräusch entsteht. Ich habe da im Internet mal recherchiert. Also, wenn ihr jetzt sagt, hier geht doch zum Arzt, erstens dauert das wochenlang, bis du dann irgendwo einen vernünftigen Termin hast. Zweitens habe ich mittlerweile so viele schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, auch mit Schlüsselbeinbruch und dergleichen, wo ich dann im Grunde hätte sagen können, hättest du dir sparen können, zum Arzt zu gehen, das hätte ich dann lieber selber machen können. Jedenfalls da habe ich mich dann eben erstmal selber schlau gemacht und jetzt habe ich halt, also alles verdichtet sich auf die Tatsache, dass ich eben offensichtlich viel zu lange, insbesondere für YouTube, am Rechner sitze. Ich habe auch schon verschiedene Höhen und verschiedene. Das wird. Da drauf montiert, also hier. Also hier. Gucken. Ja, so, wie das mal, nehme ich mal an. Jetzt montiert. Gehe ich mal von aus. Gucken wir gleich nochmal nach, aber ich bin mir nicht ziemlich sicher. So, was machen Sie das hier? Habe es jetzt nicht bei Amazon gekauft, sondern bei einem Händler bei eBay. Amazon war dann ein bisschen teurer. Außerdem habe ich beim Händler bei eBay, denke ich mal, leichtere Chancen, wenn was nicht stimmen sollte, sagen zu können, hier, ich will das Geld zurückhaben oder ich will Preisnachlass oder sonst irgendwas. Das ist also bei eBay wesentlich einfacher als bei Amazon. Vor allem, weil es jetzt, glaube ich, auch nicht ein Angebot war, dass ich bei Amazon selber gekauft hätte, sondern es war, glaube ich, ein Händler, der über Amazon verschiedene Stühle ausprobiert, aber immer halt eben einen Stuhl oder halt einen Drehstuhl oder einen Bürostuhl. Die klassischen, wo man halt eben im Prinzip mit 90 Grad auf dem Stuhl sitzt. Jetzt habe ich halt mal experimentiert mit Decken auf dem Boden und Stapel und mit Kissen auf dem Boden so einen Stapel zu machen und dann auf einem Stuhl zu sitzen, der hat, also an so einem Küchenstuhl, so einen, kann ich auch mal ein Foto noch da einblenden, auf dem ich dann eben etwas schräg sitzen kann, so wie beim Kniestuhl. Das hat anscheinend schon seine positiven Effekte in den letzten Tagen gezeigt, aber ich habe jetzt eben einfach mal einen Kniestuhl jetzt bestellt, mir einen rausgesucht, den billigsten, den man kriegen kann, weil ich erstmal wissen will, ob das überhaupt Sinn macht und klappt. Und vielleicht ist das sogar jetzt einwandfrei, weil die teuren haben jetzt letztens bei
ja, insbesondere Amazon auch keine besseren Bewertungen bekommen, obwohl sie das Dreifache, Vierfache kosten. Also habe ich das billigste Ding jetzt genommen, aus Stahl. Das zeige ich euch gleich. Und ich hoffe, dass es eben seinen Erfolg zeigen wird. Darüber werde ich auch dann in Zukunft noch berichten. Aber hier will ich erstmal zeigen, was ich halt bekommen habe. Das Teil dann aufbauen. Und alles Weitere, ja, wird gekauft. So, hier haben wir natürlich jetzt die ganzen Montageteile. Da muss ich die Tüten aufmachen, aber ich will aber nicht. Also ohne Schneiden geht es dann nicht. Das ist nur für die Achselseiten. Das Teil, wo man halt das dann auch rauf und runter machen kann. Gut, da brauche ich mal eben die Schere holen. Ja, ohne die es halt nicht geht. Ich bin mal einer, der das alles so aufmachen möchte, dass man, wenn man nicht zufrieden ist mit der Ware, die man da bekommen hat oder bekommt, wenn man es da doch nicht nehmen will, dass das dann den Zustand hat, den es ursprünglich hat. Aber hier lässt sich das eben nicht vermeiden. Ich muss es aufschneiden. Hier haben wir jetzt Werkzeug dabei. Hier sogar zwei Schlüssel. Ja, sogar selbe Durchmesser. So, die Rollen. Die Rollen muss ich mal gucken. Also die rollen halt meistens nicht sehr lange, die hier dabei sind. Zu meiner Erfahrung sieht man bei diesen Rollen das nicht so gut. Die sind halt dabei.